Für viele der perfekte und gesunde Snack zwischendurch. Nussmischungen. Das hier ist die 400-Gramm-Tüte eines deutschen Traditionsunternehmens. Der stolze Preis um die 9 Euro je nach Supermarkt. Weiter unten im Regal der No-Name-Produzent. Der Kilopreis fast 7 Euro weniger. Können die Markennüsse wirklich so viel besser sein? Wie kommt dieser große Preisunterschied zustande? Und ist er gerechtfertigt? An dem Regal mit Nussprodukten von einem der größten Produzenten Europas kommt man im Supermarkt kaum noch vorbei. Circa 300 Millionen Euro Umsatz macht das Ulmer Unternehmen jährlich mit Nüssen und Trockenfrüchten in über 40 Ländern. Ja klar, die kenne ich. Ja, das sind die besten Nüsse, aber auch sehr teuer. Wenn die reduziert sind, ja, nehme ich auch die. Man ist gleich auch im Discounter zur gleichen Qualität kriegt. Also will ich auch nur die günstigen kaufen. Eher mir zu teuer. Höherer Preis gleich höhere Qualität. Was steckt wirklich in den Packungen drin? Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der Nussproduktion und machen das Experiment. Was bekommt man für sein Geld bei den unterschiedlichen Anbietern wirklich? Jede einzelne orangene Tüte aus dem Supermarktregal stammt von hier. Zentrale und zugleich einzige Fabrik des Unternehmens in Ulm mit über 800 Mitarbeitern. Wir haben natürlich auch die Discounter angefragt und um eine Drehgenehmigung bei ihren Nussherstellern gebeten, haben aber nur Absagen erhalten. Das Ulmer Unternehmen zeigt sich da transparenter und lässt uns in seinen Produktionshallen drehen. Pressesprecher Joachim Mann ist seit 28 Jahren in der Firma und will uns zeigen, wie der hohe Preis der Marke zustande kommt. Ja, die Maschine läuft ganz schön flott. So circa 80 bis 100 Beutel pro Minute werden hier produziert und das so zwischen 12 bis 14 Stunden am Tag. Schauen wir uns erstmal an, was eigentlich drin ist in den Beuteln. Mit dem Nussexperten Dennis Burkhardt nehmen wir dafür den Inhalt von 4 Nusskernmischungen genau unter die Lupe. Dennis ist selber Nusshändler und hat eine eigene Rösterei. Er muss es also wissen. Wir vergleichen die Nusskernmischung von Seeberger mit 3 vergleichbaren Nussmischungen der Handelsmarken von Rewe, Aldi und Lidl. Die teure Nussmischung kostet uns 8,49 Euro. Die vergleichbare Menge bei den Eigenmarken jeweils nur 5,78 Euro. 8 Euro? Krass. Was mir als allererstes auffällt, dass sie relativ ähnlich aussehen, tatsächlich. Riesig sind die Unterschiede der Nüsse auf den ersten Blick also nicht. Aber woran erkennt man eigentlich die Qualität einer Nuss? Die größte Auffälligkeit: bei Seeberger sind die Nüsse etwas größer als bei den Konkurrenten. Und besonders bei den Walnüssen sehen wir, bei den meisten Herstellern sind fast alle Nüsse zerbrochen. Ist ja nur Bruch hier drin. Das ist ja übel, ey. Nur beim Markenhersteller sind die Walnüsse makellos. Dahinter steckt laut dem Unternehmen eine penible Qualitätssicherung. Mit einer eigenen Abteilung plus Labor untersucht Laborleiter Jürgen Nüssle jeden Tag die angelieferten Nüsse aus den Anbaugebieten. Gerade bringt er eine frische Lieferung von chilenischen Walnusskernen zur Untersuchung. Genau wie die aus unserer Testpackung. Hohe Ansprüche schon beim Einkauf sollen ein Grund für den deutlich höheren Preis sein. Extra light nennt sich das, also extra helle Walnusskerne, besonders groß, besonders wenige angeschlagene. Ein Kollege sortiert hier die angeschlagenen raus. Da gibt es einen definierten Anteil an gebrochenen, angeschlagenen Kernen, die wir akzeptieren. Per Hand untersucht Herr Nüssle einen 20 Kilogramm Beutel auf die geforderten Merkmale. Ist der Anteil von Mängeln zu groß, wird die gesamte Lieferung zurückgewiesen. Ich achte hier erstmal auf Angestoßene. Wenn Sie kleine Beschädigungen haben, wie diese hier, ist nicht erwünscht, kann aber passieren. Dann achte ich auf Schimmel. Das heißt, deswegen wird jede Nuss einzeln angeschaut. Auch der Bruch ist nicht gewünscht, kann aber passieren. Der Markenhersteller legt besonderen Wert auf die Optik der Nüsse. Das kostet im Einkauf und auch bei der Überprüfung mehr. Höherer Bruchanteil, größere Schwankungen bei Farbe und Größe. Das macht die Nüsse billiger. Aber heißt das auch, dass die Nüsse schlechter sind? Ja,
ganz schlechte Nüsse gibt es eigentlich nicht. Sei denn, sie sind alt oder sie sind so ranzig oder alt, das ist dann eine schlechte. Sonst ist es ein Naturprodukt. Deswegen würde ich jetzt rein nicht sagen, nur weil die schöne Maserung hat, muss die jetzt besonders toll schmecken. Und die andere, weil die jetzt hier so ein paar Ecken abgebrochen hat, ist dann besonders schlecht. Das kann man, glaube ich, nicht beurteilen. Wie alt eine Nuss ist, lässt sich erstmal schwer erkennen. Auf den Verpackungen muss das nicht gekennzeichnet sein. Du kannst natürlich auch ältere Ernten einkaufen, das ist schon möglich. Das macht es natürlich auf den Preis, bemerkbar. Und da kannst du natürlich auch ein bisschen Geld sparen. Ja. Ältere Nüsse können also ein Grund für den Preisunterschied sein. 6 bis 12 Monate nach der Ernte können Nüsse ranzig werden und einen sauren Geruch entwickeln. Bei unseren 4 Mischungen kann Profi Dennis aber keine Ranzigkeit erschnuppern. Es gibt allerdings auch Alterserscheinungen, die man nicht so leicht erkennt. Zum Beispiel die Belastung durch Schadstoffe von Schimmelpilzen, sogenannte Aflatoxine. Beim Markenhersteller gibt es ein ganzes Labor, um sicherzustellen, dass die Nüsse die gesetzlichen Grenzwerte einhalten. An diese Werte müssen sich natürlich alle Hersteller halten, aber tun sie das auch? Wir haben bei der unabhängigen Verbraucherzentrale nachgefragt. Sobald die Höchstmengen überschritten werden, muss das ja der Hersteller dann auch veröffentlichen. Und da ist uns jetzt nicht aufgefallen, dass verstärkt günstigere oder teurere Verpackungen präsent sind. Also das ist relativ unabhängig. Bei Nüssen kommt es also auf die inneren Werte an. Und die sind meist sehr ähnlich, unabhängig von Größe oder Farbe. Wir schauen weiter auf die Zusammensetzung der Nussmischung. Finden wir die Erklärung für den großen Preisunterschied vielleicht beim Inhalt? Unsere 4 Nussmischungen, also die vom Markenhersteller sowie die Eigenmarken von Aldi, Lidl und Rewe, enthalten alle dieselben 4 Nusssorten. Mandeln, Cashewkerne, Haselnüsse und Walnüsse. Vielleicht sparen die günstigen Anbieter ja an den guten Nüssen und geben einen größeren Anteil günstigere Nüsse dazu. Welche Nüsse sind denn eigentlich die teuersten? Die Preise schwanken natürlich extrem, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass hier von den Nüssen hier die ganz klar die Walnuss, die im Einkauf am meisten kostet. Wir wiegen die Nussanteile von jeder Mischung genau nach. Schon mit bloßem Auge ist zu sehen. Vom Optischen her fällt mir natürlich auf, dass wir hier bei der Mischung viele Walnüsse haben. Bei der ist es tatsächlich ein bisschen weniger, das sieht man auf den ersten Blick ganz gut. Überraschenderweise ist der Anteil von Walnüssen bei den günstigen Mischungen deutlich höher als beim Markenhersteller. Auf der Verpackung ist es auch angegeben, nur 10% Walnusskerne statt um die 20% wie bei den Konkurrenten. Geht da für den Preis nicht ein bisschen mehr? Nee, eine Veränderung vom Anteil der Walnusskerne, Cashewkerne, was auch immer, würde den Liebhaber von der Nusskernmischung ja irritieren. Der wäre ja, jetzt schmeckt das auf einmal anders. Die wollen es ja genau so haben und deshalb wird da auch nichts dran geändert. Immerhin stimmen die Prozentangaben auf der Verpackung bei den orangenen Tüten fast bis aufs Gramm genau. Bei den günstigeren Herstellern gibt es teils sehr große Abweichungen. Der Grund, ein modernes Abwiegesystem beim Markenhersteller. Besonders ist hier, dass die Bestandteile erst im Beutel zusammenkommen. Das nennt sich Zuwiegen. Durch ganz viele kleine Behälter, die einzeln gewogen werden, kann ein Algorithmus genau die richtige Menge zusammensuchen und somit kleine maschinelle Abweichungen ausgleichen. Wir wiegen die einzelnen Zutaten zu. Man kann aber auch die einzelnen Zutaten vorher mischen und dann einfach die gesamte Mischung in die Abfüllanlage reinfüllen. Dann gibt es dann halt größere Schwankungen pro Beutel. Bei der Abfüllung gibt es also Unterschiede. Trotzdem enthalten die günstigeren Mischungen sogar mehr hochwertige Walnüsse. Aber ist die Nuss wirklich gleich Nuss? Oder rechtfertigt vielleicht die Herkunft der Nüsse den enormen Preisunterschied? Auf der Verpackung des Markenherstellers finden wir auf der Rückseite eine Auflistung der Herkunftsländer. Die Walnüsse sind zum Beispiel aus Chile. In dem mediterranen und feuchten Klima Chiles wachsen die Walnussbäume besonders gut. Die heimische Sorte ist außerordentlich groß, hell und gleichzeitig mild im Geschmack. Durch ihre besonders dünne Schale lassen sie sich besser knacken, ohne kaputt zu gehen.
Seit über 20 Jahren bezieht der Markenhersteller Walnusskerne aus dieser Anbauregion. Bei Walnusskernen aus anderen Ursprüngen ist die Qualität insbesondere in der Optik nicht so schön. Die sind dann eher dunkler, kleiner, zum Teil bitterer. Woher kommen denn die Nüsse der anderen Anbieter? Auf unsere Anfrage zu Herkunft oder Dienstleisterunternehmen erhalten wir von keinem der Angefragten eine konkrete Antwort. Und auch auf den Verpackungen gibt es dazu keine Angaben. Das könnte an der Art und Weise liegen, wie die Beschaffung von Nüssen im günstigen Preissegment abläuft. Je nach Hersteller ist das unterschiedlich, was die da auch für einen Preis aufrufen wollen. Und ja, es gibt tatsächlich tägliche Preisveränderungen, stündliche Preisveränderungen, Nusssegment. Und wer dann passend kauft, wo auch immer dann die Nuss herkommt, kann er natürlich dann einen guten Preis auch machen und dann auch einen Einkauf sparen. Der Ursprung der Nüsse kann also bei den günstigen Produkten ständig variieren. Auf der Verpackung der Nussmischung von Rewe und Aldi fällt uns etwas auf. Die Herstellerfirma ist exakt dieselbe. Gleiche Nüsse, aber unterschiedliche Preise. Wie kann das sein? Wir bleiben dran. Gleich bei Galileo. Wir wollen wissen, woher kommen die Preisunterschiede bei Nussmischungen? Zusammen mit dem Nussexperten Dennis Burkhardt fällt uns auf den Verpackungen der Nussmischung von Rewe und Aldi etwas auf. Die angegebene Herstellerfirma ist exakt dieselbe und befindet sich auch nur einen Steinwurf vom Werk des Markenherstellers entfernt. Doch auch der Nusslieferant für Aldi und Rewe lässt unsere Bitte um einen Dreh unbeantwortet. Begründen tun sie das nicht. Beim Markenhersteller wird viel auf das Aussehen und die Herkunft der Nüsse geachtet. Dafür sind in den Mischungen sogar deutlich weniger teure Nüsse drin als bei den Discounter-Produkten. Ist der große Preisunterschied damit wirklich gerechtfertigt? Was sagt das Unternehmen selbst dazu? Die Preisunterschiede bei Walnusskernen oder bei Nüssen allgemein im Supermarktregal ist relativ schwierig zu bewerten. Wir haben hier ein Markenprodukt, das hat eine andere Kalkulation, auch im Handel, wie eine Preiseinstiegsware. Man zahlt also auch für den Namen mehr und nicht nur für das Produkt. Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale hat einen Tipp für Sparfüchse. Wenn jemand besonders auf den Preis achtet, dann geben wir den VerbraucherInnen immer den Tipp, einfach ins Backwarenregal zu schauen, weil da die Nüsse meistens deutlich günstiger angeboten werden. Und auch hier müssen die höchsten Mengen eingehalten werden, sodass ich sicher sein kann, dass auch hier die Nüsse gesund für mich sind. Welche Nussmischung am besten schmeckt, muss jeder für sich selbst herausfinden. Sicher ist, gesund sind sie alle, egal ob teuer oder günstig.